Karpati Asana, auch genannt Karpatyasana, ist wörtlich die Stellung des Bettlers. Vor Gott sind wir letztlich wie Bettler. Gott gibt uns alles, schenkt uns alles und uns gehört nichts. Ausgangsposition ist der Langsitz. Jetzt bist du auch schon fast schon in Karpati Asana. Jetzt gib einfach nur die Hände zwischen die Oberschenkel und setze dich gerade hin. Und dieses Karpatyasana, die Stellung des Bettlers, die Stellung, wo du dich ganz demütig fühlst und Gott um Hilfe bittest.